Hallo, heute Teil 2 meiner Serie Die Comichelden der 50er und 60er Jahre aus Deutschland. Heute speziell die ritterlichen Helden. Ich spreche von Sigurd und Falk, beide aus der Feder von Hans-Rudi Wäscher, einem Halbschweizer und Halbdeutschen, der beide Staatsbürgerschaften gehabt. Er wurde geboren am 5. April 1928 und ist gestorben am 7. Januar 2016. Er hat eine riesige Fangemeinde in Deutschland, die ihn wahrlich vergöttert hat. Er wurde Meister genannt von ihnen. Aus seiner Feder stammen noch mehr Comics, außer Sigurd und Falk, um die es heute geht. Die besprechen wir das nächste Mal. Wie gesagt, heute sind die ritterlichen Helden dran. Die Bösewichte in seinen Comics waren meistens Zauberer, Hexen und Magiere. Die sind sinnbildlich für die Verführer gestanden und für die bösen Menschen in seinen Comics. Er war außerdem ein guter Erzähler. Er hat auch die Texte zu den Comics gemacht. Er hat die gezeichnet von 1953 bis 1968. Später kamen noch weitere Rückfälle, sage ich mal so. Er hat später nochmal welche aufgelegt und hat wieder gezeichnet. Ich zeige euch jetzt mal, wie so ein typischer Comic ausgeschaut hat. Hans-Rudi Wäscher hat also die Comics den Deutschen nahegebracht, so kann man das sagen. Er war ein sehr fleißiger Zeichner. Er hat über 22.000 Comicseiten gezeichnet, unter anderem auch die Piccolos, die kleinen Heftchen, die zeige ich euch danach. So sahen die aus. Er hatte einen ganz eigenen Stil. Jeder, der einmal Hans-Rudi Wäscher Comics gesehen hat, der weiß, wie die aufgebaut waren und wie seine Charaktere ausgeschaut haben. Wie gesagt, die zwei ritterlichen Helden war einmal Sigurd, der mit seinem Freund Bodo und Kasim viele Abenteuer bestanden hat. Und der andere war Falk. Der war dann anders gekleidet. Alles auf keinem Hochglanzpapier, sondern auf so einem wie einem Recyclingpapier gedruckt. Anfangs noch schwarz-weiß, die Großbände nachher in Farbe. Gekostet haben sie 80 Pfennig, Sigurd wie auch Falk. Und das Besondere an diesen Heften waren die Fortsetzungsgeschichten. Also, das hat immer einen Zyklus gegeben, wie wir heute sagen, nochmal wie eine Staffel bei den Verfilmungen. Gab es bei Sigurd Falk immer eine Fortsetzung. Am Ende vom Roman wurde die Spannung aufs Höchste gesteigert und dann kam ein kleiner Text, der eine Vorschau auf das nächste Heft gegeben hat. 2004 rum wurde nochmal eine Serie aufgelegt, die habe ich nachher wöchentlich oder zweiwöchentlich gekauft oder ist monatlich gekommen, ich weiß es jetzt nicht mehr, muss ich mal nachschauen. In welchem, das kann ich jetzt nicht mehr rausfinden, in welchem Zyklus die dann erschienen sind. Die haben dann 2,90 € gekostet. Sind erschienen im Hethke Verlag, glaube ich. Jetzt lese ich euch mal so ein typisches Schlusssequenz hier unten vor. Hier wollen wir die Vorschau aufs nächste Heft. Also. Gelingt es Sigurd, ohne Lanze und Schild seinen letzten Gegner noch zu bezwingen, oder muss er sich mit dem zweiten Preis begnügen? Was unternehmen seine geheimnisvollen Feinde? Das nächste Abenteuer heißt mit Eskorte. Und so hat sich das ewig weitergesponnen, bis er so ein Zyklus wieder zu Ende war. Und dann ging es mit der neuen Geschichte los. Ich habe vorher von den Piccolos gesprochen. Die sahen so aus. So kleine schmale Heftchen, die kosteten 30 Pfennig und die waren noch in Schwarz- und Weiß-Federzeichnung, sehr interessant. Also kleine Pocket-Heftchen, alles wahrscheinlich mit Tusche und Feder gezeichnet, in seinem ganz eigenen Stil. Ich habe hier einen ganzen Packen davon. Die anderen Helden, wie gesagt, von Hans-Rudi Wäscher.
die besprechen wir das nächste Mal. Weil es ging ja nicht nur mit Rittern, die Abenteuer zu bestehen, sondern auch im Weltraum und im Dschungel. Da gibt es also noch andere Helden. Jetzt will ich euch noch eine Rarität zeigen von mir. Hier. Ein handsigniertes Piccolo-Heft vom Meister Hans-Rudi Wäscher, persönlich signiert hier. Ein Teil meiner Autogrammsammlung habe ich extra rausgesucht jetzt für das Filmchen. Ja, hat mich auch immer fasziniert und gefesselt. Ritterburgen, Geheimgänge, Zauberer, Hexer, Verschwörungen. Superhelden der 50er und 60er Jahre. Heute die Ritter, Sigurd und Falk. Die älteren Jahrgänge werden sich bestimmt noch daran erinnern. Das war's für heute. Bis zum nächsten Mal. Mir ist halt nichts anderes eingefallen. Ich habe kein anderes Thema heute gehabt, sondern haben wir halt die Serie heute weitergesponnen. Bis zum nächsten Mal.